Die Liegestütz, einer der besten Übungen mit dem eigenen Körpergewicht, allerdings auch eine sehr anspruchsvolle Übung. Wenn du noch keine Liegestütze schaffst oder schon ein paar schaffst, dich aber weiter steigern möchtest, dann bleib unbedingt bis zum Ende dran. Mit der Liegestütze trainiert man die Brustmuskeln, die Schultern, den Trizeps und den Rumpf. Starten wir mit der richtigen Positionierung der Hände und Arme. Um die optimale Stützposition herauszufinden, empfehle ich zu Beginn, einmal die Arme auf Schulterhöhe nach vorne auszustrecken und dann einmal die Hände zum Körper zu ziehen, sodass die Arme optimalerweise im 45 bis 60 Grad Winkel vom Oberkörper entfernt sind. Mit dieser Position trainiert man dann primär die Brust. Wie sieht es mit anderen Stützpositionen aus? Ich rate davon ab, die Ellenbogen auf Schulterhöhe zu haben. Zum einen wird damit primär die vordere Schulter trainiert und zum anderen ist hierbei das Risiko, sich in der Schulter zu verletzen, sehr hoch, weil die Sehnen im Schultereckgelenk eingeklemmt werden können. Umgekehrt die Arme enger in den Körper zu bringen, stellt kein Problem dar. Allerdings wird je enger die Ellenbogen am Körper sind, primär der Trizeps trainiert. Also als ideale Ausgangsposition wollen wir eine Pfeilform annehmen. Hier spannen wir dann einmal aktiv den Bauch und Po an und versuchen eine gerade Linie von den Füßen bis zum Kopf zu bilden. Die Hände sind in der gestreckten Position unter den Schultern und dann geht es kontrolliert nach unten Richtung Boden. Am untersten Punkt sollten die Unterarme senkrecht zum Boden sein. Wenn das der Fall ist, ist der Körper in einer optimalen Position. Zwei Punkte sind noch sehr wichtig bei der Ausführung. Zum einen wollen wir nicht nur die Hände auf dem Boden aufsetzen, sondern aktiv in den Boden nach außen schrauben. Dadurch schaffen wir mehr Raum für die Sehnen im Schultergelenk und man sorgt dafür, dass die Ellenbogen in einer guten Position bleiben. Und wir wollen aktiv unsere Schulterblätter bei der Liegestütze mitbewegen. Beim Runtergehen kommen die Schulterblätter zusammen und bei der Streckung schiebt man so weit durch, dass die Schulterblätter wieder auseinandergehen. Machen wir damit weiter, wie man Schritt für Schritt eine Liegestütze lernt oder sich weiter steigern kann. Die erste Stufe sind Liegestütze im Kniestand mit einem Miniband. Dafür nimmt man sich zunächst ein Miniband und platziert das oberhalb von den Ellenbogengelenken. Dann setzt man die Knie auf, spannt wieder aktiv den Po und die Bauchmuskeln an und geht dann in die Liegestütze. Beim Runtergehen dehnt sich das Band dann und wirkt als Unterstützung beim Hochdrücken. Wenn man dann hier drei Sätze mit mindestens 12 Wiederholungen schafft, kann man das Miniband weglassen. Jetzt geht es in Stufe 2, freie Liegestütze im Kniestand. Wenn das auch gut klappt, geht es in Stufe 3 und zwar gestreckte Liegestütze mit einem Miniband. Hier muss man jetzt noch mehr Spannung im Bauch und Po aufbauen, um von den Füßen bis zum Kopf in einer geraden Linie zu bleiben. Wenn hierbei auch drei Sätze mit 12 Wiederholungen kein Problem mehr sind, dann geht es in die gestreckte Liegestütze ohne Unterstützung. Und wenn das auch zu einfach wird, kann man noch Zusatzgewichte bei der Liegestütze nutzen, wie zum Beispiel eine Gewichtsscheibe oder einen Rucksack gefüllt mit Flaschen oder Büchern. Schauen wir uns noch typische Fehlerbilder bei der Liegestütze an und wie man diese beheben kann. Der erste häufige Fehler sind halbe Wiederholungen. Wenn man noch keine Liegestütze über die ganze Range of Motion schafft, empfehle ich zunächst auf eine leichtere Stufe zu wechseln, hier dann aber wirklich saubere Liegestütze zu machen und sich so nach und nach zu steigern. Mit halben Liegestütze trainiert man die Muskeln nicht optimal und wird sich so nur sehr schwer steigern können. Für den Muskelaufbau ist die Muskelspannung ein entscheidender Reiz und wenn man nicht über das ganze Bewegungsausmaß trainiert, ist der Muskelreiz viel geringer und damit weniger effektiv. Ein weiterer häufiger Fehler ist, dass man bei der Liegestütze im unteren Rückenbereich durchhängt. Hier hilft es, sich nochmal daran zu erinnern, aktiv den Bauch und Po anzuspannen. Wenn das zunächst noch zu schwer ist, empfehle ich erstmal die Liegestütze im Kniestand zu machen und separat die Bauchmuskeln zu kräftigen. Sobald die dann stärker sind, kann man wieder zur gestreckten Variante übergehen. Oft sehe ich auch, dass der Kopf nicht in Verlängerung zum Rumpf ist. Damit hat man unnötige Belastungen für die Bandscheiben im Halswirbelsäulenbereich. Und zum anderen verliert man da auch wieder Range of Motion, weil man nicht weit nach unten gehen kann. Deshalb achten wir darauf, dass der Kopf in Verlängerung zum Rumpf ist. Und zu guter Letzt haben wir die Schulterposition. Oft sind die Schultern bei der Ausführung zu den Ohren hochgezogen. Bei einer sauberen Liegestütze wollen wir aber während der gesamten Ausführung die Schultern nach unten gezogen halten. Wenn man auf die genannten Punkte achtet und die passende Stufe für sich wählt, dann steht der ersten Liegestütze oder weiteren Wiederholungen nichts mehr im Wege. Das Ergebnis wird sich dann in einem muskulösen Oberkörper und einer guten Rumpfstabilität widerspiegeln. Ich hoffe, das Video war hilfreich für dich. Danke fürs Zuschauen. Wenn du Fragen hast, gerne in die Kommentare damit. Über ein Like freue ich mich und vergiss nicht zu abonnieren für weitere Tipps zum Krafttraining und der Ernährung. Bis im nächsten Video. Ciao.